Wir vom Ortsteil West haben uns heute hier getroffen, um eine Herbstputzaktion zu machen. Wir wollen, dass unser Wohnbezirk, mit wir meine ich Sabine Timpe als Ortsteilleitung und ich bin der stellvertretende Leiter, wir wollen hier unseren Wohnbezirk schöner machen und wollen damit vor allem auch ein Stück weit dem Klimaschutz beitragen, Umweltschutz, und vor allem integriert sich das wunderbar in unser Bildungsangebot, das wir nächstes Jahr starten wollen, wo wir unseren Wohnbezirk kennenlernen wollen. Und da gehört es auch dazu, dass er vorher schön rausgeputzt wird. Wir vom Ortsteil, wie Sascha eben schon so schön gesagt hat, freuen uns über die zahlreichen Aktiven, die heute sich mit einbringen. Und das ist uns auch ein ganz wichtiger Punkt in der heutigen Zeit, nicht einfach wegzuschauen, sondern auch zu handeln. Das ist unser Statement. Rund ums Haus, ich baue gerade um. Die IG Metall steht ja nicht nur für respektvolles Miteinander zwischen uns Menschen, sondern das Thema ist auch, dass wir respektvoll mit unserer Umwelt umgehen. Ich fand es total schön. Es war eine super organisierte Müllsammelaktion und es hat riesen Spaß gemacht und wir konnten so einiges bewegen. Ich möchte euch aufrufen, dass ihr euch an den Organisationswahlen der IG Metall beteiligt. Mitbestimmung, die ist nicht nur im Betrieb vorhanden, Mitbestimmung ist auch da vorhanden, wo wir leben. Und das machen wir in den Wohnbezirken. Und in den Wohnbezirken wählen wir auch die Delegierten, die entscheiden, was die IG Metall macht. Also gestalte die IG Metall mit und komm, wähle und beteilige dich dementsprechend. Wohnbezirksarbeit ist kein Hexenspiel. Drum geht wählen im Januar. Am 19. Januar. Kommt zur Wahl! Beteiligt euch! Seid